Herzlich willkommen im ZCOM Zuse Computermuseum in Hoyerswerda. Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, baute bereits in den 1950er Jahren Computer in Serie. Er startete 1955 mit der Z11. Anschließend baute er den Röhrenrechner, die Z22. Darauf folgte der noch schnellere Transistorrechner, die Z23. Nicht zu vergessen die Z64, der erste Plotter. Viel Spaß mit unseren Dinosaurier der IT-Geschichte. Ein anderes Highlight unserer Sammlung ist die Mini-Werkstatt. Aus 200 Streichholzschachteln bestehende Sammlung aus DDR-Bauelemente und darin finden sich DDR-Transistoren, Dioden, Schaltkreise und weitere Bauelemente.